Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und willkommen zu den täglich neuen Handelsideen hier bei Tickmill. Mein Name ist Mike Seidel und wie jeden Morgen hier zu Beginn des Börsenhandels in Deutschland möchte ich Sie ganz herzlich einladen, mit mir den ein oder anderen Blick in die Charts und meine Handelsideen für den heutigen Tag zu werfen. Auf der Agenda stehen heute der Australdollar, Neuseelanddollar, britischer Pfund, Australdollar und das Währungspaar Euro-Türkische Lira. Wenn Sie mögen, dann lassen Sie sich ruhig nicht zurückhalten und schreiben Sie hier im Facebook auch den ein oder anderen Wunschchart, den Sie gern analysieren möchten, oder aber eine Frage, die Sie hier vom Prinzip einfach einmal loswerden wollen. Bevor wir ganz in die Charts eintauchen, natürlich erst einmal der Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Ludger, einen schönen guten Morgen. Schön, Sie wieder live hier direkt dabei zu haben. Schauen wir auf die heutigen Tagesnachrichten. Was gibt es heute von der wichtigen Wirtschaft? Wir sehen, einige Nachrichten gibt es heute um 15.30 Uhr in den USA. Da spricht der FED-Vorsitzende Powell, auch um 15.30 Uhr spricht Herr Draghi, der Vorsitzende, der Präsident der Europäischen Zentralbank. Um 16 Uhr bekommen wir Informationen zum Verkauf bestehender Häuser für den Monat Mai aus den USA und wie jede Woche Mittwoch um 16.30 Uhr, da steht das Thema Rohöl-Lagerbestände auf der Agenda. Wir haben ja diese Woche auch noch einen wichtigen OPEC-Termin hier am Freitag, am 22. Da trifft sich die OPEC. Da wird es sicherlich dieses ein oder andere Statement geben. Bleibt wirklich abzuwarten, was da den Märkten widerfährt bis dahin. Am Nachmittag gibt es dann entsprechend aus den USA auch noch ein paar kleine Informationen zu den Rohölbeständen in Cushing in Oklahoma. Wir bekommen um 14.30 Uhr die Leistungsbilanz für das erste Quartal. Und heute am Vormittag gibt es um 10 Uhr noch eine Rede von Herrn Lautenschläger und um 12.30 Uhr dann ebenfalls noch eine Rede von Herrn Kür. Ich hoffe, den Namen habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch direkt in die Charts. Sie wissen jetzt, wann wichtige Termine anstehen, wann Sie besser vorsichtig agieren sollten, damit Sie nicht in hohe Spreads oder massiv starke Bewegung hineingeraten können. Schauen wir in die Charts. Und bevor wir mit den Besprechungen hier der heutigen Titel auch beginnen, der heutigen Währung, habe ich bei den Betrachtungen der Charts in den letzten Tagen und auch bei der Beobachtung des Tagesgeschehens ist mir etwas aufgefallen, was für den einen oder anderen kurzfristigen Trader doch sehr interessant sein möchte oder müsste. Ich stelle einfach mal eine Frage in die Runde. Wenn Sie sich diese Kerzen hier anschauen, diese Tageskerzen hier, die hier wirklich immer schön nach unten laufen, das sehen wir beim US 500, also beim S&P 500. Wir sehen das gleiche Bild hier. Warten Sie, hier muss ich mal ganz kurz die Zeichnungen etwas sauberer gestalten. Wenn Sie diese Kerzen sich anschauen, dann überlegen Sie mal an dieser Stelle, was könnten denn hier jetzt interessante Intraday-Ideen sein? Das Gleiche sehen wir hier auch beim DAX. Schauen Sie sich an, wie diese Kerzen ausschauen. Die laufen runter und wieder hoch. Gleiches Bild auch beim Eurostoxx 50. Also ich stelle einfach mal die Frage in die Runde. Vielleicht mag der ein oder andere darauf antworten. Was passiert denn hier Intraday und was könnte damit entsprechend für den kurzfristigen Handel natürlich hier auch interessant sein? Ich warte einfach mal kurz einen Augenmoment ab. Vielleicht möchte der ein oder andere hier die Antwort gerne auch in den Chat direkt hinein posten für das kurzfristige Trading. Es ist ein Muster, was wir hier sehen. Dieses Muster wiederholt sich momentan immer wieder und damit kann man natürlich im kurzfristigen Handel bei so Mustern, die sich immer wiederholen, sich auf die Lauer legen und das hier zum kurzfristigen Trading auch nutzen. Ich schaue gerade noch in den Chat. Ah, so richtig möchte keiner hier raus. Haben Sie keine Scheu, es passiert nichts, es tut nichts weh. Wenn Sie hier eine Antwort geben, von der Seite her sehe ich gerade keinen Rücklauf zu der Frage.
Ja, sehen Sie, sehr gut. Ludger, wunderbar. Es ist ein Richtungswechsel innerhalb des Tages. Und das lässt sich sehr, sehr schön für kurzfristiges Trading nutzen, weil wir merken, der Markt läuft im Tag nach unten und dann setzt er wieder nach oben an. Sehen Sie sich diese langen Lunden an, die wir hier entsprechend haben. Der Markt läuft entsprechend in bestimmte Tagestiefs rein und dreht dann erstmal entsprechend wieder um. Und wenn wir uns das beispielsweise mal hier beim S&P 500 anschauen, dann sehen wir das sehr, sehr schön. Und wenn wir uns das dann in den kleineren Zeiteinheiten anschauen, dann sehen wir immer wieder, dass wir im Tage sozusagen immer diese starken Rückläufe haben. Das kann man dann sehr, sehr schön in den Kleinstzeiteinheiten entsprechend auch nutzen. Das sehen Sie auch hier mit den großen Kerzen. Erst geht es stark nach unten und dann geht es stark wieder nach oben. Das sind Dinge, die können Sie sehen. Und das sind die Sachen, wo ich immer sage, schauen Sie auf die Märkte, was die gerade spielen. Und wenn für die kurzfristigen Trader, wenn das ein Spiel ist, was der Markt gerade macht, ja, dann schauen Sie einfach, wohin der Markt auch immer läuft, was es nach unten hin entsprechend an möglichen Tageskerzen gibt, wo unten hin Tiefs abgeholt werden können. Und wenn diese Tiefs abgeholt worden sind, läuft es dann häufig einfach wieder in die Gegenrichtung. Dann gibt es diesen Rebound. Und das können Sie natürlich im kurzfristigen Trading sehr, sehr, sehr schön nutzen, um hier entsprechend aus dem Markt heraus, aus diesem internen Rücklauf, Intraday-Rücklauf, einiges an Geld auch zu verdienen. Das mal neben dem Protokoll für die heutige Handelsvorbereitung. Ein interessanter Fakt, der mir aufgefallen ist und der jetzt seit einigen Handelstagen auch wirklich gut entsprechend spielbar ist. Und damit gleich in die Charts hinein. Sie haben ja vielleicht gesehen, was ich im Blog auch heute Morgen schon veröffentlicht habe. Da kennen Sie ja die Charts schon. Wir fangen einfach mal mit dem Australdollar, Neuseelanddollar an hier. Erstmal wieder im Tagesgeschehen, was habe ich geschildert, was war die Idee des Ganzen? Wir haben hier in der Währung, Sie sehen es in Blau eingezeichnet, einen schönen Abwärtstrend, der weit in seiner Bewegung steht. Und gestern Abend oder gestern im Tagesverlauf ist der Markt hier unten in dieses Level unten um die, was haben wir hier, 106.599 eingetaucht und hat dann direkt wieder nach oben gedreht. Und Sie sehen auch hier, diese Kerze ist mittlerweile auch bestätigt worden. Das erste Tageshoch von gestern, der erste Widerstand ist hier bestätigt. Das heißt, wenn wir hier eine Umkehr sehen, dann wäre es jetzt aus meinen Augen nicht ungewöhnlich, dass wir etwas weitere Preissteigerungen sehen. Hier möglicherweise tatsächlich hier oben in die Tageshochs der Vortageskerzen mit hinein, möglicherweise sogar noch etwas weiter nach oben hier bis in diesen Bereich des Ausbruchs bei 107.794. Das würde mich entsprechend nicht wundern. Das wäre dann auch ein Korrekturbereich, den wir haben von um die 50%. Von der Seite her, schauen Sie mal, hier oben in diesem Ausbruch liegt ungefähr die 50%-Marke. Das sind Anlaufpunkte, die diese Märkte in diesem Bereich gerne auch nehmen. Und damit können wir hier ein gutes Trade-Setup auch herausfinden. Schauen wir uns das Ganze mal in der untergeordneten Zeiteinheit an. Dann sehen wir hier, was der Markt schon macht. Er läuft entsprechend die ganzen schönen Hochpunkte in der letzten Bewegungswelle hier nach unten an. Er hat die letzten schon angelaufen, ist jetzt auf dem Weg zur nächsten. Das heißt, interessant ist das Ganze auch. Und wenn wir uns jetzt mal diese trendförmige Bewegung hier anschauen, die dieser Markt entsprechend hier bis jetzt gemacht hat, schauen Sie, wir haben hier schön einen aufwärts laufenden Markt. Wir sehen die Aufwärtstrendbewegung hier, hat der Markt nach oben gezogen, dann gab es wieder etwas Korrektur. Das ist sehr, sehr schön auch im Stundenchart erkennbar. Und wenn wir uns dieses ganze Bild anschauen, dann sehen wir sozusagen, dass der Markt jetzt hier in einem intakten Stundenaufwärtstrend ist, wo sich der Handel aus der Korrektur durchaus auch lohnen kann. Was heißt, jetzt aktuell ist der Markt natürlich relativ weit in seiner Bewegung. Die nächsten Anlaufpunkte, der nächste Anlaufpunkt an dieser Stelle wäre entsprechend hier oben dieses Hoch, was wir haben bei 107.316. Ich kann mir vorstellen, dass der Markt hier auch nicht anhält, sondern erstmal in diese Richtung hineinläuft und dann korrigiert. Das werden wir sehen. Das heißt, hier ist es natürlich interessant, dann aus den Korrekturen dieses Aufwärtstrends hier, der sich in der Stunde gebildet hat, herauszutreten. Das heißt, die wichtigen Umkehrpunkte finden sich dann immer ganz gerne hier unten in den Korrekturen. Und so was würde ich dann ganz gerne auch hier an dieser Stelle präferieren, sehen wollen, dass der Markt nach unten läuft, weil wir haben nach oben noch etwas zu verdienen, aus der Korrektur heraus den Trade zu eröffnen. Das wäre dann eine spannende Situation. Das heißt, wenn man sich das Ganze hier dann auch mal in den 5 Minuten anschaut, dann sehen wir halt hier sozusagen, das ist dieser Korrekturbereich per se an sich. Wir sehen auch, der Markt lief hier nochmal ein bisschen oben, bis er sich dann hier unten wirklich gefangen hat und dann hier aufwärtstrendmäßig nach oben gelaufen ist. Und das sind genau die Situationen, diese Umkehrsituationen oder Formationen,
die ich hier gerne suche, wo wir dann aus den Märkten rauslaufen können. Hier unten genau das gleiche, schön ein Widerstandsbereich gebildet und dann entsprechend nach oben gelaufen. Das sind interessante Möglichkeiten, aus den tiefen Rückläufen die Positionen zu eröffnen. Man kann sich relativ gut absichern an dieser Stelle auch und das Ganze schön entsprechend nach oben sehen. Wir haben, schauen Sie hier in diesem Bereich, wo wir diese eine Stundenkerze hatten, diese letzte, wo der Markt hier etwas nach unten gelaufen ist. Ich glaube, das ist gerade schwierig zu sehen. Diese Kerze hier, das ist das, was wir im 5-Minuten-Chart sehen. Da gab es hier diese Trendumkehr, da gab es einen starken Rutsch nach unten und dann hat die Stunde hier Folgendes gemacht. Die ist wieder nach oben gelaufen, die 5 Minuten ist wieder nach oben gelaufen, nach unten gelaufen und dann den Aufwärtstrend gebildet. Und das sind dann immer die schönen Setups, wo man sagen kann, okay, mit Trendentstehung kann so eine Position eröffnet werden. Man kann sich fein absichern und ist dann entsprechend in die Aufwärtsrichtung mit dabei, auch wenn das jetzt zugegebenermaßen in Bezug auf diesen Aufwärtstrend in der Stunde nur eine, sag ich mal, schnelle Korrektur gewesen ist. Aber der Markt ist halt auch relativ tief korrigiert, wenn Sie sich das Ganze mal anschauen. Ich nehme es nochmal kurz raus. Er hat mit dieser einen Kerze hier natürlich ein ganzes Stückchen dieser Vorbewegung auch korrigiert. Das heißt, wenn wir uns mal anschauen, die Bewegung ist hochgelaufen. Er hat hier über 40% dieser Gesamtbewegung korrigiert, ist bis auf den Ausbruch zurückgelaufen. Und das sind die Dinge, wo man sich auch immer mal wieder gerne entsprechend auf die Lauer legen kann im kurzfristigen Bereich. Also hier so viel zum Währungspaar Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar. Und da gehen wir gleich direkt nochmal in eine weitere Korrelation zum Austral-Dollar rein, nämlich die Korrelation britischer Pfund. Austral-Dollar schauen wir auch erstmal in den Tageschart hinein. Hier sehen wir eine hervorragende Umkehrkerze im gestrigen Tag. Sie sehen es, der Markt ist schön hier in diesen Widerstandsbereich reingelaufen, sogar etwas drüber und hat komplett abverkauft. Das ist wirklich eine Kerze, wo es im Laufe des Tages viel bewegen, aber keinen Preisfortschritt zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs entsprechend gab. Diese Bestätigung ist jetzt da. Der Markt läuft jetzt hier schon dynamisch nach unten. Das heißt, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass der Markt diese Aufwärtsbewegung beendet und wieder in die Abwärtsbewegung hineingeht. Das heißt, wir haben jetzt hier das Potenzial tatsächlich, dass sich dieser Abwärtstrend hier entsprechend fortsetzt und wir wieder nach unten laufen. Anlaufpunkte, die nächsten Anlaufpunkte hier, Sie sehen es schon, das Tagestief, was wir hier haben, das ist das Tagestief vom 18.06. Das ist erstmal der erste Anlaufpunkt. Da gehen wir hin, auf alle Fälle, wenn der Markt dort wieder weiter nach unten läuft, dann laufen wir in weitere Punkte unten hinein. Und das wäre dann hier das nächste Tagestief. Das wäre dann das Tagestief vom 6. um 1,77, was haben wir hier, 1,5 und dann sehen Sie hier unten kommen weitere Tagestiefs, das heißt wir haben einige schöne Anlaufpunkte an der Unterseite entsprechend mit im Markt liegen und das wäre dann auch das Potenzial, was dieser Trade hat, das heißt wenn sich dieser Abwärtstrend hier fortsetzen sollte, dann läuft er ja auf alle Fälle mal diesen unteren Bereich hier unten an, das wäre dann der nächste Supportbereich sozusagen, das Tief dieses Trends, wenn es der Markt runterläuft und auf dem Weg dorthin, wie schon gesagt, haben wir einige Tagestiefs, wir haben hier ein Korrekturtief des Aufwärtstrends. Hier, ich skizziere mal kurz diesen Aufwärtstrend für Sie noch ein. Der lief vom Prinzip her in diese Richtung. Der lief einfach nach oben hier in diese Richtung. Upsala, das war das Falsche. Dann hat es eine Korrektur gegeben. Sie sehen schon, worauf ich hinaus will. Das ist entsprechend der Trendverlauf, den wir hier sehr schön in der Stunde sehen können, im Tag sehen können. Und das sind die Trends auch in der Stunde. Und dann lief der Markt hier halt ziemlich stark nach oben. Und die Bewegung sieht man auch im Trend sehr, sehr schön. Das zeichne ich jetzt hier an dieser Stelle nicht ein. Das würde das Bild zu undeutlich machen, nur ich denke, Sie wissen, was ich meine damit und dieser Aufwärtstrend, wenn wir uns den mal in der Stunde entsprechend hier auch anschauen, der ist mittlerweile auch definitiv nach unten gebrochen. Wir haben hier in der Stunde definitiv auch einen Abwärtstrend, der mittlerweile weit in seiner Bewegung steht, ganz klar. Wir sind hier in einem Unterstützungsbereich angekommen. Das heißt, auch hier würde es mich nicht wundern, wenn wir erstmal ein Stück weit nach oben drehen und etwas korrigieren, das heißt, diesen Lauf nach unten etwas zurücknehmen und schauen wir uns das Ganze in den 5 Minuten einmal an, dann sehen wir, wie das Ganze dann in den 5 Minuten vonstatten gehen könnte. Sie sehen jetzt hier diesen großen Abwärtsverlauf in der Stunde. Der Markt müsste dann im Prinzip, wenn er korrigiert, hier etwas nach oben laufen und wenn er dann wieder rumdreht, dann haben wir wieder den Gleichlauf in den 5 Minuten. Wir haben die Korrektur in der Stunde und laufen dann in den Tag hinein. Also das wäre jetzt mal das Szenario, was ich persönlich hier präferieren möchte, aber ich wollte Ihnen ja hier die Situation aufzeigen, nicht das, was ich trade, ist, dass Sie Ihre eigenen Handelsideen hier ziehen können und das sind dann natürlich die spannenden Sachen, wo doch deutliches an Bewegung in den Markt hineinlaufen
kann. Und damit würde ich gerne zum nächsten und dritten Währungspaar gehen. Ein Währungspaar, über das schon das ein oder andere Mal in letzter Zeit gesprochen wurde. Und zwar ist das der Euro mit der türkischen Lira. Schauen wir hier auch in den Tageschart hinein. Hier hat sich eine interessante Korrekturkonstellation gebildet. Sie sehen auch, ich habe die Zeichnungen aus unserem Chart, als wir den das letzte Mal besprochen haben, für Sie auch drinnen gelassen. Wir hatten hier die Tatsache, dass beim letzten Mal der Markt hier kurz vor der Trendentstehung stand. Das heißt, hier oben in diesem Bereich, da war ja die Trendentstehung. Hätte das nicht geklappt, hätte der Markt nach unten abprallen können und hätte dann entsprechend hier in den grünen Kästchen die Widerstände entsprechend, die Unterstützung entsprechend auch finden können. Aber der Markt hat hier etwas anderes gespielt. Der hat in seinem bestehenden Aufwärtstrend sozusagen ein Korrekturmuster gebildet über einige Tage. Und zwar ist das hier ein Dreieck, was wir haben. Sie sehen es selbst im Chart. Wir haben in diesem Dreieck ansteigende Tiefkurse. Das heißt, der Markt fängt immer früher an, nach oben zu kaufen. Wir haben zwar hier noch keinen Ausbruch auf der Oberseite, aber dieses Muster ist ein bullisches Korrekturmuster. Heißt, wenn der Markt das macht, was aus diesem Muster heraus im Normalfall folgt, springt er oben drüber und hat dann entsprechend die Anlaufpunkte. Erstmal im kurzfristigen Bereich natürlich hier das entsprechende Hoch bei 5,53,617. Aber dann kommt halt das Potenzial aus dem Markt heraus, wo es durchaus passieren kann, dass der Markt die Trendrichtung wieder aufnimmt. Das ist ja Sinn und Zweck solcher Korrekturmuster, den Markt etwas vorherzusagen. Da wären dann die Anlaufpunkte an der Oberseite bei 5,64,960 beziehungsweise dann hier oben das Hoch dieses übergeordneten Trends bei 5,76,971 auf dieser Seite. Und dann dieser Ausbruch hier an dieser Stelle an sich lässt sich natürlich auch in verschiedenen Zeiteinheiten traden. Das heißt, was wir jetzt hier in der Stunde zum Beispiel sehen, ist, dass wir hier oben entsprechend in diesem Bereich den Deckel drauf haben. Das heißt, bei ungefähr 5,51849 ist ein Deckel drauf, aber wir sehen, wir haben ansteigende Tiefs. Das heißt, der Druck von unten nach oben, der wird immer, immer größer. Die Händler fangen immer früher an zu kaufen und wenn dann, wie man so schön sagt, der Deckel nach oben wegfliegt, dann ist das genau der Punkt, wo der Markt nach oben läuft. Und das kann man halt von der Seite her sehr, sehr gern im Ausbruch traden, das heißt, dass man sich sagt, ich möchte diesen Ausbruch in diese Richtung traden, dann legt man sich halt in den kleinen Zeiteinheiten auf die Lauer und braucht dann sozusagen den Ausbruch hier und dann die Fortsetzung dieses Ausbruchs, also gerne auch im Minutenchart, wie auch immer Sie das sehen wollen, da sieht man ja überall das Gleiche, das heißt, hier ist die Ausbruchslinie, hier muss der Markt drüber und hier gab es ja schon mal einen ersten Ausbruch und da sehen Sie, wie das Ganze dann auch läuft, da muss man natürlich in den kleinen Zeiteinheiten die Ziele auch nah genug an den Markt legen, diejenigen von Ihnen, die das dann im mittelfristigen Bereich traden wollen, bei denen ist es dann natürlich notwendig, dass Sie sagen, okay, wenn Sie sich das Ganze auch bestätigen lassen wollen, schauen Sie gerne auch in die 5 Minuten oder in die 15 Minuten. Das wäre dann die Situation, dass der Markt oben drüber läuft und so wie hier entsprechend auch Trends bildet, die dann nach oben laufen. Das heißt, hier einen Aufwärtstrend beispielsweise. Hier gibt es zwar immer starke Kursbewegungen während des Tages, das ist halt ein etwas volatilerer Markt. Damit muss man als Händler dieses Marktes entsprechend auch leben und sich in seinem Stoppverhalten entsprechend anpassen. Aber wenn der Markt hier oben drüber läuft, dann ist es so, dass Sie hier in den untergeordneten Zeiteinheiten definitiv Aufwärtstrends sehen und das sind dann die Trends entsprechend, die wir dann nach oben mit traden können. Also hier der Fokus entsprechend auf diese Formation, die sich hier im Chart gebildet hat, wo wir schön sehen, wie sich die Marktteilnehmer entsprechend auch verhalten. Und damit möchte ich an dieser Stelle direkt in den Live-Markt geben. Ich wünsche Ihnen gute Trades für den heutigen Tag. Ich hoffe, Sie konnten das ein oder andere mitnehmen. Ludger, ich freue mich auch, dass Sie auf meine Frage hier eingegangen sind. Das ist doch immer schön, wenn man auch miteinander etwas kommunizieren kann, auch wenn man sich nicht sieht. Entsprechend vis-à-vis kann man doch miteinander hier ins Gespräch kommen. Danke dafür und Ihnen allen einen schönen Tag. Wir hören und lesen morgen wieder voneinander ab 8 Uhr ungefähr im Blog auf Tickmill und kurze Zeit später um 9 Uhr dann live hier auf Facebook. Und wenn Sie mögen und den Facebook-Chat bzw. das Facebook-Webinar nicht live verfolgen können, dann schauen Sie in die Aufzeichnung hinein. Die bleibt Ihnen natürlich auf Facebook erhalten. Oder Sie liken den YouTube-Kanal von Tickmill und da sehen Sie dann die Videos auch immer in der Aufzeichnung. Also einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ihr Mike Seidel.